So, bei uns jetzt Neuzugang Nummer 8 beim VfL Osnabrück, Kevin Friesenbichler. Herzlich willkommen. Frisch eingetroffen aus Wien. Von Wien nach Osnabrück ist ja schon, das ist schon ein Statement, ne? Ja, natürlich. Erstmal Dankeschön. Freue mich sehr, dass ich hier sein kann und dass ich bei diesem Teil der Vereinsgeschichte auch einen Teil dazu beitragen kann. Und ja, wie gesagt, freue mich sehr auf meine ersten Trainingseinheiten mit der Mannschaft. Scheint es ja in den letzten Tagen auch relativ schnell gegangen zu sein. Blitztransfer wäre vielleicht das falsche Wort, aber offenbar ging es jetzt heute und gestern doch relativ schnell über die Bühne. Ja, so war es auch. Also könnte man schon Blitztransfer auch nennen. Ging relativ schnell, aber bin auch froh, dass das so schnell geklappt hat, weil es auch für mich als Spieler immer wichtig ist, auch noch Zeit in der Vorbereitung mit der Mannschaft zu verbringen. Hatten Sie ja ursprünglich einen Vertrag bei Austria Wien noch bis nächstes Jahr, aber man hat ihn dort jetzt nahegelegt, dann doch vielleicht einen anderen Verein sich zu suchen, oder wie ist das jetzt zustande gekommen? Ja, genau, so war das. Genau wie Sie sagen, also man hat es mir nahegelegt, würde ich nicht sagen, aber wir haben uns zusammengesetzt dort und dann sind wir auf die gemeinsame Entscheidung gekommen, dass es für beide Parteien besser wäre, wenn ich mir was Neues suche. Und bin auch sehr froh, dass ich jetzt schnell fündig geworden bin und dass ich hier bin. Das für beide Parteien besser ist, weil auch die Konkurrenzsituation sich in Wien verändert hat, oder was sind da jetzt die vorrangigen Gründe? Genau so ist es. Also wir waren 7 Stürmer im Kader, wo jeder den Anspruch hatte, Stammspieler zu sein. Und war eine gute Zeit lang in Wien. Bin aber jetzt froh, dass das ja beiderseits so festgelegt wurde. Aber will jetzt auch nicht mehr über das Vergangene sprechen, sondern schlage ab heute ein neues Kapitel auf hier beim VfL Osnabrück und bin sehr zufrieden. Nun hat Benjamin Schmedes, wie ich erfahren habe, Sie ja auch schon seit einigen Jahren auf dem Zettel. Er hat Sie schon kennengelernt, als Sie bei Bayern München im Nachwuchsleistungszentrum waren. Hatten Sie den VfL auch über den Kontakt so ein bisschen im Auge oder eher nicht? Bis ich zum ersten Kontakt kam, eher nicht. Das habe ich auch erfahren, dass mich der Herr Schmedes schon länger kennt. Wusste ich auch so direkt jetzt nicht. Aber ja, wie gesagt, es war dann wirklich sehr, sehr kurzfristig. Aber bin sehr froh, dass ich hier sein kann. Stehe jetzt auch hier im Stadion. Ist ein richtig geiles, enges Stadion. Und hier wird die Zweitligasaison richtig gut losgehen. Aber Sie haben hier noch nicht gespielt, ne? Jetzt bisher? Nee, habe ich noch nicht. Ich bin zum ersten Mal hier im Stadion, würde sagen, alles sehr nah beieinander und hier kann schon großartige Stimmung entstehen. Also es kribbelt schon, kann man sagen. Und wie läuft sowas ab, wenn Sie sagen, so Herrn Schmedes haben Sie gekannt, aber es gibt ja dann Gespräche mit dem Trainer und auch mit dem Sportdirektor, die hat es ja wahrscheinlich dann auch im Vorfeld gegeben, per Telefon dann in dem Fall oder nicht persönlich? Ja, genau. Herrn Schmedes habe ich nicht gekannt davor. Kontakt entstand über meine Agentur, über meine Berater. So wie es normal der Ablauf ist. Ich habe dann auch ein Gespräch mit Herrn Schmedes gehabt und auch mit dem Coach und hat sich für mich alles sehr, sehr ja, echt und auch wirklich großes Interesse, nach großem Interesse angehört. Und ich war auch sehr davon überzeugt nach dem Gespräch mit dem Trainer. Und deswegen war die Entscheidung dann eigentlich auch nicht schwer zu treffen. Waren Sie in den letzten Jahren noch mal viel unterwegs und richtige sportliche Heimat haben Sie da jetzt noch nicht gefunden. Wien, Lissabon, Polen war auch dabei. Das ist eben das Los eines Profifußballers. Ne? Ja, genau so ist es, wie Sie sagen. Also ich war jetzt schon gute 3,5 Jahre in Wien. Also würde mich jetzt nicht als Wandervogel bezeichnen. Aber ja, wenn es wo passt, dann bin ich gerne länger hier. Und jetzt vom ersten Eindruck her passt es hier und auch vom ersten Bauchgefühl her hat es auch sehr gut gepasst, weil ich bin ein Mensch, der ja, Entscheidungen auch nach Gefühlen und nach Bauchgefühl aus trifft und das hat von Anfang an gepasst und jetzt bin ich froh, dass ich endlich hier am Rasen stehe. Und Ihre Hauptposition ist der Mittelstürmer oder würden Sie auch sagen, Sie sind offensiv durchaus variabel einsetzbar? Ja, natürlich spiele ich mal. Fakt ist, dass ich dort spiele, wo mich der Trainer aufstellt. Habe in den letzten Jahren den Mittelstürmer gespielt, auch so
das ein oder andere Mal drumherum, ein bisschen hängend, ein bisschen von dahinter kommend. Aber will mich jetzt nicht auf nichts Festes festlegen, weil ich eigentlich in der Offensive alles spielen kann und auch alles gerne spiele. Kennen Sie aus dem aktuellen Kader irgendjemand vom VfL? Ulrich Taffertshofer zum Beispiel, der kommt ja auch aus dem Süden, Unterhaching war seine Heimat, 60 München, da vielleicht irgendwie schon mal Berührungspunkte gewesen? Nee, persönlich kenne ich gar keinen von der Mannschaft. Ich habe nur gegen den Riemann und Henning in der österreichischen Bundesliga schon gespielt. Da kennt man sich ja aus den vergangenen Duellen, aber ansonsten persönlich kenne ich keinen. Nur ist heutzutage im Fußball nicht schwer. Morgen geht es direkt weiter mit 2 Trainings und da werden wir uns kennenlernen. Okay. So, dann haben Sie jetzt auch schon gleich das neue Trikot angezogen mit der Nummer 28, habe ich gesehen. Bei den Spielern spielt ja oft die Rückennummer auch eine Rolle. Haben Sie die 28 genommen, weil sie frei war oder war das Ihr Wunsch? Spielt natürlich bei vielen Spielern eine Rolle, bei mir gar keine. Natürlich, weil sie frei war, weil ich sie auch bei meinem letzten Verein hatte. Aber bin da jetzt nicht so, dass ich unbedingt die eine oder andere Nummer haben will. Wichtig ist, was drinsteckt und nicht, was drauf ist. Da haben Sie völlig recht. Und letzte Woche wurde das Trikot frisch vorgestellt. Wie gefällt es Ihnen? Sehr gut. Also ich komme jetzt auch von einem Verein, der lila als Trikotfarbe hatte. Es passt ganz gut, weil meine Tochter hat es auch als Lieblingsfarbe, so muss sie nicht umsteigen. Alles klar, dann wünschen wir viel Erfolg. Danke. Dankeschön.